Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sumpftape-Box von Capuz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sumpftape von Capuz. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine recht kleine, kompakte Box. Das Ganze ist schon etwas länger draußen, und zwar im Dezember 2018 wurde das Ganze veröffentlicht, allerdings damals nur rein in digitaler Form. Und jetzt, ein paar Monate später, also im Juli, am 19. Juli 2019, gab es das Ganze jetzt auch noch als Box. Ja, also wie gesagt, eine recht kompakte Box. Wir lesen hier oben in verworrenen Buchstaben, ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen, wir lesen hier Sumpf Tape. Darunter lesen wir dann links Capuz und genau diesen haben wir hier abgebildet. Sieht so aus, als würde er hier auf einer Wasseroberfläche sitzen. Also mächtiges Bild, spannend eingefärbt, seine Hand hier in Blau, sein Gesicht mehr so in Grün. Eine braune Kette hält er in der Hand und hier befindet sich so eine Platine, also so ein Elektrobauteil, wie man zum Beispiel einen Rechner oder so findet. Und dann haben wir hier noch eine Kassette, also hier das Symbol, was wir von Kassetten kennen. Ein Anarchiezeichen in Blau gibt es dann auch noch. Und dann hier noch die Symbole eines Kassettenrekorders. Jawohl, hier unten haben wir dann noch die Credits. Rechts schwarz-grau, so verworrene Zeichen. Oben ebenso. Links haben wir wieder den Interpreten. Sieht so echt nach Dämon aus. Blau eingefärbt mit Schaum oder mit Feuer. Nein, das ist Rauch, mit Rauch vor dem Mund. Unten ein Barcode und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Sumpftape lesen wir oben wieder mit diesen Symbolen und dann auch hier nochmal Capuz mit anderen Herrschaften, also fünf hier um ihn versammelt. Sieht echt so nach Geisterbeschwörung oder Dämonen aus. Heftiges Artwork auf jeden Fall. Ja, hier kommt er dann nochmal zum Vorschein. Negativbild. Dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal, wie es der Name vermuten lässt, beim Sumpftape ein Tape dabei. Dann haben wir einen Schlüsselanhänger, einen Patch, das Album an sich, die Album Instrumentals und ein Poster. So, die Innenseite der Box ist weiß. Dann packen wir die Box mal wieder zur Seite. Und was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass die Box sehr umweltfreundlich ist, denn wir haben hier wirklich keinerlei Plastik, keinerlei Folie mit dabei. Somit brauchen wir kein Messer und können direkt mit dem Album starten. Jawohl, also so sieht das eigentliche Cover aus, das eigentliche Cover von Sumpftape. Wir haben hier wieder den Interpreten abgebildet, hier unten lesen wir Capuz, hier lesen wir Sumpftape. Und dieser ist in einer sehr ungewöhnlichen Pose abgebildet, also das Bein hier ziemlich heftig abgewinkelt in unsere Richtung hier, in dieses Eck. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. Seite ist unbeschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Stück an der Zahl. Rechts haben wir dann noch die Info, wer da mitgewirkt hat, also wer gefeatured wurde und auch von wem die Beats stammen. So sieht das aus. Okay, hier auch wieder diese Geisterbeschwörung, dämonenmäßig. Ich werde jetzt mal kurz ins Booklet schauen, denn ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier diese Angaben vielleicht nochmal im Booklet besser aufgelistet haben oder, ja, ich sag mal, für euch besser zum Lesen. Ansonsten werde ich euch natürlich die Rückseite gerne vorlesen. Also, Booklet. Okay, also hier einmal eine Aufnahme von Capuz, hier auch wieder in dieser Dämonenoptik. Generell das Artwork hier ziemlich krass, heftige Bilder. Genau, das habe ich gemeint. Also wir haben hier nochmal die Tracks nochmal besser oder ja, ich sag mal lesbarer angeführt. 14 Stück an der Zahl, so sieht das aus. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Info, von wem die Beats produziert wurden, aber auch wer gefeatured wurde. Wir haben hier Features von Ivo Divo, Bossa, Smokey und OG Gra und dann nochmal Features von Kerosity und dann natürlich die Infos, von wem die Beats sind. Also wir sehen hier,
Dieser Produzent, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Senin Rank oder Senin Rank, er ist auf jeden Fall hier der am meisten mitproduziert hat. Deswegen wird er wohl auch hier angeführt. Also dürfte wohl der Stammproduzent von Capus sein. So sieht das aus. Weitere verstörende Aufnahmen und die Infos zum Album Wert Recorded, gemixt, gemastert. Alle Texte selbst geschrieben, wie es sich gehört. Ja, sauber. Das können echt nicht viele von sich behaupten. Und dann haben wir hier noch die Infos, wo wir Capus auf Social Media finden können. Alles klar. Was ist das? Okay, also hier haben wir dann zum Abschluss noch so Worte, so eine ja, Danksagung und eine Widmung mehr oder weniger. Was lesen wir hier? Ja, ich mache noch Musik für uns. Sublime Salute. Ah, okay, also dann geht's weiter in Englisch. Salute to all my ninjas that joined forced in base nature, streets and higher realms. To make this tape possible. Aliyu is Senin to me. From now on, let's build better realities, tribe over gang. Das hast du jetzt davon. Okay, alles klar. Also, das auf Englisch, das für alle, die jetzt der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind. Es war mehr oder weniger so eine Danksagung für alle, die irgendwie dieses Album möglich gemacht haben, die ihn da unterstützt haben, die da mitgezogen haben. Und dass eben in Zukunft noch mehr kommen wird. So, die CD in schwarz-grün, hier dann mit weißer Schrift beschriftet. Und hier auf der Rückseite wieder das Cover zu sehen. Das kennen wir ja schon. Dann kommen wir zu den Instrumentals. Und was mich schon mal auf den ersten Blick sehr freut, dass die hier auch nochmal ein Jewelcase bekommen haben und nicht einfach in einer Papphülle daherkommen. Hier haben wir wieder Capus in schwarz-blau abgebildet. Und hier lesen wir dann Instrumental. Also, das Album hier nochmal in der Instrumental-Version bedeutet Beats, und zwar nur die Beats. 14 Tracks hier auch wieder aufgelistet. Also scheinbar ist Track Nummer 6, dieser Purpose-Skit, dürfte wohl auch mit Beat untermalt sein und kein regulärer Text-Skit sein. Nachdem der hier auch ein Instrumental hat. So sieht das aus. Capus mit seinen Augen, wie man ihn kennt. Jawohl. Dann haben wir hier noch diverse Texte aufgekritzelt und eine weitere Aufnahme des Künstlers. Was natürlich auch sein kann, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber dass vielleicht einfach nur die Tracklist hier ident übernommen wurde und einer dieser Tracks, in diesem Fall eben Nummer 6, vielleicht gar keinen Beat beinhaltet. Wobei es steht hier eigentlich doch dabei, Beat von... Okay. Ja, also scheinbar ist doch der Skit auch ein Beat. Wir werden es dann sehen. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus, auch hier wieder in schwarz und grün, nur mit dem Zusatz eben hier Instrumental. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus, also anders als die reguläre CD. Und hier unten rechts lesen wir dann auch wieder Instrumental. So, dann haben wir noch einen dritten Tonträger mit dabei. Und zwar ist das in diesem Fall dann ein Tape. Eine Kassette, auch hier wieder Capus abgebildet mit bemaltem Gesicht und hier lesen wir Katze. Okay, also Sumpftape Katze, Case Katze. Ich gehe mal davon aus, dass das dann hier die A Cappella Variante ist. So, und zwar, was lesen wir hier? Seite A, Seite B, okay. Geschluckt und zerkaut. Okay, also eventuell sind das doch nicht unbedingt A Cappellas, sondern es ist wie ein Chopped and Screwed. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich dachte eigentlich, also ursprünglich, wenn man das Ganze sich digital angesehen hat im Internet, zum Beispiel bei dieser Spotify, wo auch immer, war es glaube ich als A Cappellas beschrieben, aber eventuell ist es auch hier wirklich eine Chopped and Screwed Version des Albums Sumpftape. Werde ich da mal reinhören. So, damit nicht genug. Wir haben einen Patch. Und zwar lesen wir hier wieder den Namen des Beatproduzenten. Senin Rank. Und dann haben wir hier noch so ein Wurfmesser mit dabei und einen Wurfstern. Also,
War ja auch in der Danksagung von Ninjas die Rede. Das passt dann natürlich. Dann gibt es einen Schlüsselanhänger. Der sieht so aus. Kann man als Wasserwaage verwenden. Das finde ich auch mal interessant. Also ein Schlüsselanhänger, der auch wirklich funktional einzusetzen ist. Sieht irgendwie so nach Giftfläschchen aus, aber es dürfte echt hier als Wasserwaage zu verwenden sein. Und hier lesen wir dann noch Bagger Loot. Kann man dann natürlich hier mit diesem Ring an euren Schlüsselbund dran machen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster. Und zwar haben wir das Ganze hier quadratisch. Einmal hier Capus in dieser besten Dämonenpose, in dieser Optik. Hier lesen wir auch wieder Sumpftape Capus. Und auf der Rückseite. Okay. Jawohl, das hätte ich eventuell früher gebraucht. Und zwar lesen wir hier Bagger Index. Und hier wird wohl erklärt, was so die einzelnen Slangwörter bedeuten. Also wir haben hier wirklich Worte dabei, die so, ich muss ehrlich sagen, jetzt in meinem Sprachgebrauch eher wenig bis gar nicht vorkommen. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier irgendwo etwas lesen bezüglich... Ah ja, okay, also hier lesen wir Senin, hier steht My Woke Ninjas on the Edge. Okay, also seine, ja, seine Brüder, seine Mitstreiter, will ich das jetzt mal übersetzen. Und ansonsten, was lesen wir hier denn noch? Ja klar, Loot kennt man eventuell von Videospielen, die Beute. Und das war's soweit. Ah, nein, genau, hier steht Sehen oder Sien. Die Schneide, der Spalt, Schism, Schnitt, Riss, Kante, Grenze, der Übergang von zwei Extremen, die Kreuzung des Hybridium, die Handlungs- und Seinsachse als Mensch in diesem Leben, der Nadelpunkt. Okay, also, ich hoffe, ich habe damit Klarheit in diese Vokabeln bringen können. Falls jetzt noch andere dabei waren, die euch interessiert haben, könnt ihr euch natürlich das Video anhalten an dieser Stelle und die einzelnen Worte nochmal genauer studieren. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster beidseitig bedruckt, quadratisch. Dann dieser Patch, das Sumpftape hier auf Kassette, die Instrumentals im Jewelcase, der Schlüsselanhänger mit der Wasserwaage, sowie natürlich das Album an sich, Sumpftape im Jewelcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Sumpftape von Capus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Capus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.